Danke sehr, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die AfD möchte die aktuelle Flüchtlingssituation zur Chefsache machen und fordert auf, die Hilferufe der Wetterau-Gemeinde ernst zu nehmen. Ja, die Kommunen können und dürfen bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge nicht alleine gelassen werden. Das Land muss vor allem, was die Unterbringung angeht, endlich handeln. Sie steht jetzt aber unter anderem wegen ihrer jahrelangen verfehlten Wohnungspolitik, wegen falscher Signale an die Kommunen, wie z. B. Flüchtlingszahlen sinken, schließt die Gemeinschaftsunterkünfte oder der Wohnsitzauflage nun vor großen Herausforderungen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist richtig, und das ist auch wichtig, das jetzt endlich einmal grundlegend in Angriff zu nehmen. Soweit, so gut. Wenn jetzt aber Sie von der AfD, wenn Sie schon von Hilferufen reden, dann lassen Sie uns doch einmal auf die Hilferufe der Menschen hören, die tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen und ertrinken im Mittelmeer, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns doch einmal auf die Hilferufe der Menschen. Habe ich irgendwas verpasst? Lassen Sie uns doch einmal alle gemeinsam, Herr Pentz, vielleicht auch Sie, es wäre sehr freundlich, lassen Sie uns doch einmal auf die Hilferufe der Menschen an der polnischen Grenze zum Beispiel hören. Lassen Sie uns doch einmal über die Hilferufe aus dem Jemen, Syrien und Somalia reden, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns über die hunderten Menschen reden, zurückgedrängt von Frontex in libysche Internierungslager. Lassen Sie uns über Hilferufe der Menschen aus Afghanistan reden, deren Existenz und Lebensgrundlage der Wertewesten so lange mit Krieg überzogen hat, bis nichts mehr übrig geblieben ist. Nein, nein, wenn wir sagen, wir müssen das Große und Ganze im Auge behalten, dann kann man es sich eben nicht so einfach machen, wie die AfD es sich zum Teil eben hier vorstellt. Solange auch wir aus Hessen Geschäfte mit Waffen machen, solange wir mit Freihandelsabkommen den globalen Süden ausbeuten und den Menschen dort ihre Existenz rauben, solange können wir es uns hier auch nicht einfach machen, wie es sich die AfD größtenteils vorstellt. Noch Ende September hat die Ampelkoalition Ausrüstung und Munition für Kampfjets nach Saudi-Arabien genehmigt. Dass die jemenitische Bevölkerung auch genau mit diesen Waffen in einer der größten humanitären Katastrophen dieses Jahres gestürzt wird, scheint hier kaum jemanden zu kümmern, auch Sie von der AfD nicht. Dazu haben wir nämlich nichts von Ihnen gehört. Durch die EU-Subventionen Agrarprodukte wie Milchpulver, aber auch Konservenprodukte wie Tomaten werden die afrikanischen Märkte überflutet und zerstören Tausende Arbeitsplätze. Eine ganz eigene Auslegung von freiem Wettbewerb seitens der EU und auch Deutschland, muss man wohl dazu anmerken. Und das ließe sich jetzt noch weiterführen, meine Damen und Herren. In Malawi wurden seit März diesen Jahres 7.500 Cholerafälle mit über 214 Toten registriert. Laut UN der größte Ausbruch seit 10 Jahren. Dass Choleraerkrankung mit sauberem Trinkwasser und Nahrung vermieden werden kann, ist wohl den meisten hier in diesem Haus bekannt. Ihnen, meine Damen und Herren der AfD, vermutlich auch. Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Ambitionen? Fehlanzeige. Wenn wir über die Bekämpfung von Fluchtursachen reden, über die wir reden müssen, eindeutig, dann müssen wir die Dinge beim Namen nennen, und wir müssen Verantwortung übernehmen. Und solange wir die globale Verantwortung nicht übernehmen, müssen wir hier in Hessen die Verantwortung übernehmen für die Versorgung von geflüchteten Menschen. Ganz klarer Fall, meine Damen und Herren. Und so, wie es sich teilweise die AfD vorstellt, die Menschen für Jahre in Flüchtlingslager in den Nachbarländern einzusperren, ist keine Bekämpfung von
Fluchtursachen, wie Sie es hier immer wieder versuchen zu suggerieren. Meine Damen und Herren, Fluchtursachen bekämpfen heißt, sich gegen Waffenlieferungen einzusetzen. Fluchtursachen bekämpfen heißt, sich gegen Ausbeutung des globalen Südens einzusetzen und für einen gerechten Handel mit diesen Ländern zu streiten. Und solange Sie, meine Damen und Herren der AfD bzw. meine Herren der AfD, solange Sie nicht bereit und willens sind, hierzu schweigen Sie besser zu den Themen, was Flüchtlinge angeht. Und zu dem Thema, Unterstützung der Kommunen werden wir auch heute Nachmittag noch einmal Gelegenheit haben, darauf einzugehen im Setzpunkt der FDP. Und deshalb wollte ich hier noch einmal ein globaleres Problem aufzeigen, wofür wir hier von Hessen aus vielleicht auch streiten sollten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.